So, und schon sind wir wieder da. Weiter geht's mit Amicia und Hugo. Und wir folgen weiter der Mama. Ich hoffe in Sicherheit. Durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Wachen! Versperrt die Ausgänge! Niemand darf hier lebend raus! Sie sind überall. Oh Vertrau mir, Gott. durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet! Die sind so blind, die können es nicht sehen. Und so doof. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich habe ihm oft welche gebracht. Blumen? Puh. Mehr hast du nicht zu bieten? Ergreift ihn. Stellt sicher, dass er alles erzählt, was er weiß. Nein! Bitte! Maul halten, beweg dich! So. Und Mutti, wie geht's weiter? Ja, eigentlich, wenn dir vorgeht, könnten wir theoretisch Hat geklappt! hinterher. Versteckt euch! Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Was Zack. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu, ich gebe dir Bedenkzeit und komme später Jetzt. Wieder. Los. Du! Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Wie geht's dir? Bastard! Alles klar. Ach, hör auf, du brichst mir das Herz. Wenn dein Herr uns seinen Sohn überlassen hätte... Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Obwohl wir für eine Ehe Hugo! Los. Ach, X. Weiter. Sag uns, was du Langsam. Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Hier. Was ist unten links? Ein kleiner Junge und ein paar hier Bauern. Bleiben. Ich bin gleich wieder da. Ach so. Kein alles gut, Hugo. Ja. Aha, Befehle gibt's auch noch. Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann's ohne Schleuder versuchen. R3? Was soll ich machen? Halte L1 gedrückt, um leiser zu sein und Geschosse mit der Hand zu werfen. Aha, und jetzt? Steh ich nicht? Steh ich nicht? Ach, hier. Hä? Ach so, R2 zu werfen. Alles klar. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Haha. Der nächste Dummbatz. Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Achte auf die Umgebung und wirf Geschosse auf Metallobjekte, um Gegner abzulenken. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen. Gut. Zumindest hat er den Vater. Und bald schnappt er sich auch den Sohn. Mutter, warum? Was wollen Sie von ihm? Gehen wir. Ich sehe nach. Haha. Sei vorsichtig. Man weiß ja nie. Guck. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Hier ein Topf. Topf kann ich nur eintragen. Du hast einen Topf aufgehoben. Halte R1 gedrückt, um das auszuholen. Achso, okay. Aha. Aha. Okay. Und jetzt halte zum Zielen L1 gedrückt und drücke R2, um den Topf auf eine Oberfläche zu werfen. Weiß hervor. Was? Ich kann es nicht. Weiß hervorgehobene Gegner hören das Geräusch des Aufpralls und der Gegner, der dem Geräusch am nächsten ist, wird sich die Sache ansehen. Ja, gut.
Dann haust du einfach mal hier hin. Was war denn das? Nimm den Topf noch mit hier. Blub. Und tschüssi. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Da kann doch Hugo durch. Es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Genug zu tun und man ist im Warmen. Hugo kann sich durch enge Räume zwängen. Drücke nach oben, um ihn zu bitten, hineinzuschleichen. Nur Mut! Gut gemacht. Da ist jemand. Bester, Bester Hugo. Gnade! Gnade! Wartet! Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Und nu? Dann machst du was hier? Mach mal los hier. Kommt mit. Wo ist die hin? Von mir. Wo bist denn du? X, um über Hindernisse zu klettern. Ey, bin ich doof? Kann da eigentlich nur hier lang sein? So. Hä? Nee, nee. Verpiss dich. Stimmt hier rein. Alter. Was mit dem jetzt hier? Verhalte dich ruhig und warte hier auf mich. Du kannst herkommen. Sofort! Ja, was ist mit dem jetzt hier? Warte, ich komme! Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf! Mama! Was ist los mit ihm? Sag schon! Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen! Mein Kopf! Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut, langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Kommst du wieder an der Hand jetzt? Komm, vorsichtig. Ich komme. Aha, okay. Danke. Alles klar. Mensch, die haut immer ab. Ich weiß immer gar nicht, wohin. Das ist eine tolle Mutter. Hä? Ach, hier. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe.
Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Hey, halt! Schön hier bleiben! Scheiße! Bleibt hier! Ich rühre mich nicht! Dass ihr hier seid! Dafür werdet ihr bezahlen! Scheiße! Oh nein! Nein! Weil ich nicht geduckt war. Dann weiter. Mit Öko ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Du kannst... Okay, dann bleiben wir hier. Auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Okay. Aber ich hab doch schon einen Topf. Brauch keinen Topf mehr. Wartet mal. Können wir uns ersparen, glaube ich. Was soll dieser ganze Lärm? Los! Ja! Nell! Omi, go! Zap, zap! Hey, ihr! Führt euch nicht vom Fleck! Nein! Okay. Dann geht es doch nicht so, wie ich gut, mir das gedacht habe. Mit Öko ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Ach komm, nochmal. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ich bin nicht verrückt. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Scheiße. Komm. Gut gemacht. Tor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut. Oh Gott. Überlass das mir. Was zur Hölle war das? Wo ist das Gartentor? Dreh dich um. Pfeife. Geh schon. Na los. Ich sollte mich beruhigen. Los. Jetzt. Puh. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. Ja, verarscht ist da, oder? Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell! Madame, Sie kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Oh Gott. Oh Gott. Hugo, komm mit, schnell! Moment. Ich finde... Ja, Dialoglautstärke ist eigentlich... Ach, lass uns so. Hier können wir eigentlich noch... Ach nee, wir lassen es so. Die Schwester, den Jungen haben wir lebt. Was ist los? Wo ist Mama?
Sie kommt später nach. Lauf, Scheiße. So schnell du kannst. Seid vorsichtig, verflucht. Tut die Erde weht. Amicia, der Boden bewegt sich. Lauf weiter. Sie sind direkt an Amicia. Hä? Amicia. Tötet die Schwester, den Jungfrauen, Soldaten. Hier ist irgendeine Anzeige, dass ich nicht mehr kann. Wo ist Mama? Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst. Seid vorsichtig, verflucht. Tut dem Kind. Die Erde weht. Amicia, der Boden bewegt sich. So, ich bin an seinem Pfeil hängen geblieben. Das ist der Grog nicht so einfach, wie ich dachte. Tötet die Schwester, den Jungen brauchen wir leben. Was ist los? Wo ist Mama? Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst. Seid vorsichtig, verflucht. Die Erde weht. Amicia, der Boden bewegt sich. Lauf weiter. Sie sind direkt hinter uns. Na, sie sind hier lang. Oh. Geradeaus. Weiter, mach ich hier lang. Aber wo laufen wir hin? Wo soll Mama uns finden? Lauf einfach weiter! Amicia, wir müssen zurück und Mama suchen! Das geht nicht! Sie dürfen uns nicht schnappen! Was zur Hölle ist hier los? Helft mir doch! Oh, wo sollen wir nur hin? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht! Irgendwas ist da am Boden, Amicia! Oh Gott! Ring! Tief Luft holen! Spring! Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Oh, Hugo ist traurig. Mama weg. Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Die Fremden suchen Hilfe. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, habe ich irgendein Menü hier? Nee, eigentlich noch zu Mama und Papa zu bringen. Ja. Hä? Natürlich. Ich hab einen Stein. Wo sind denn nur alle? Pferde sind noch da. Die sind ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Kann ich hier? Hey, warum? Ich hab nur einen Stein. Scheiße. Wollte ich einen scheiß Taube mal erschlagen? Geht nicht. Oh, Äpfel. Hugo, jetzt nicht. Aber... Nicht anfassen, die sind alle verdorben. Aber ich hab Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Wie? Wir nehmen es lieber hier so ein Nugget. Gibt's nichts. Rauch. Da müssen eine Menge Leute sein.
Oder nicht mehr. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Verzeiht, ich bin die Tochter von Signor Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der de Roon wurde angegriffen. Hallo? Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Wir sind nass und hungrig. Was ist denn hier nur los? Alles pfeifen. Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe. Es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Kann ich hier überall hin, hä? Bitte, so helft uns doch. Oh, hier ist was. Geht weg. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich hab einen Stein. Mit denen ich nicht. Aber ich bin die Tochter eures Herrn. Frischet. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Bitte helft uns. Ich weiß, ihr seid da. Wer ist da? Schert euch weg. Ich will nicht, dass man euch vor meiner Tür sieht. Was für ein furchtbarer Kerl. Komm, Hugo. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück. Das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Komm, wir gehen mal hier lang. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Du Scheiße, ist auch ein Schlimmes. Mein Gott. Oh Gott. Ihr, ich flehe euch an, holt Hilfe. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad Malfort gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Was ist denn da für ein Problem? Renn wieder! Lauf, Hugo! Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Hä? Ah! Okay. Mein Gott. Lauf, Hugo! Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum irgendwo sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Aha, hier links. Ein bisschen aufpassen. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich ich nicht. Ich muss nur warten, bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Hä? So. Hm? Was war das für ein Geräusch? Verfatz dich. Komm. Sch, sch.
Dem haben wir es gezeigt. Da seid ihr ja! Ach, nicht da! Oh. Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Da, die Mauer! Sie kommen! Komm schnell rüber! Schnell, schnell! Gut. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Aber bevor wir hier rausmachen, machen wir erstmal kurz eine Pause.